Genauso wollte es die DDR-Führung Ende der 50er. Ein anständiger sozialistischer Tanz sollte dem wilden westlichen Rock'n'Roll Konkurrenz machen. Wirklich geklappt hat es damals nicht. Deshalb erinnern sich nur noch die älteren Semester dran. Ja, schön. Ja, ganz, ne? Ganz dunkel, ja. Lipsi, haben wir früher getanzt. Und wie ging der? Ja. Das ging immer hin, her, so zweimal der Bein hin, her, hin. Wenn Sie in die Tanzschule Seifert gehen, die können Ihnen den bestimmt vorführen. Das machen wir und lassen uns von Bodo und Marina Seifert mal zeigen, wie man den Lipsi richtig tanzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, das ist ein Schritt. Tap. Schritt, tap. Der Lipsi, ein kleiner, feiner Tanz im Sechsvierteltakt. Hier in der Tanzschule Seifert wurde er erfunden. Von Bodo Seiferts Eltern Helmut und Christa. Das Ehepaar Seifert aus der Messestadt Leipzig fand die Tanzschritte für dieses neue Kind der leichten Muse. Auch die Musik kommt von einem Leipziger, René Dubianski. Lipsi ist eine Ableitung vom lateinischen Lipsia für Leipzig. Der Tanz, für den die Seiferts vom Staat ausgezeichnet wurden, wurde seinerzeit auch in den gängigen Zeitungen propagiert. Meine Eltern haben viel Wert darauf gelegt, dass es nicht zu schwer ist, dass es auch die breite Masse tanzen kann und dass wir das in den Tanzkursen unterrichten können. Ende 1960 war der Lipsi allerdings schon wieder von der Tanzfläche verschwunden. Heute unterrichten ihn die Seiferts nur noch selten. Wir hatten zum Beispiel jemanden, die das für einen Geburtstag einstudiert haben, weil das Geburtstagskind diesen Lipsi kannte und getanzt hat. Übrigens nicht nur der Lipsi, auch das Familienunternehmen feiert in diesem Jahr Jubiläum. Denn die Tanzschule gibt es seit 1919. Wir sind die dritte Generation, unser Sohn die vierte. Und die fünfte ist vorgeboren. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen Lipsi 2.0.